rechtzeitig. Sara Simeoni im ersten Versuch über 2,02 Meter. Also diese Leistung hätte ich ihr nicht zugetraut. Eine Winzigkeit hat gefehlt. Und dann hätte Ulrike Meifert wieder nachkarten müssen. 31 Jahre und in der Form ihres Lebens. Sara Simeoni. Wie schon so oft, schauen Sie, sie war richtig hoch drüber und hat ähnlich unglücklich wie vorhin Ulrike Meifert die 1,97 im ersten Versuch gerissen. Aber dieser Sprung spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr, dieser missglückte Versuch von Ulrike Meifert. Sie hat es jetzt in der Hand, nach 1972 zum zweiten Mal Olympiasiegerin zu werden. 2,02 Meter, da muss sie sich wirklich alles abverlangen. Ihr deutscher Rekord, aufgestellt im letzten Jahr in London, steht bei 2,03 Meter. Und jetzt liegt die Latte auf 2,02 Meter. Wenn sie das schafft, dann hat sie Gold so gut wie sicher. Ulrike Meifert. Ja, sie hat es geschafft. 12 Jahre nach Olympia. Ein solcher Triumph ist in der Geschichte Olympias praktisch einmalig, dass eine Leichtathletin 12 Jahre nach einem Olympiasieg noch einmal antritt und mit 2,02 Meter, also wenn ich das richtig im Kopf habe, 9 Zentimeter höher als 1972 die Goldmedaille holt, aber ich will es noch nicht hinausschreien. Noch ist der Wettbewerb nicht zu Ende, wenngleich natürlich Ulrike Meifert jetzt die alleinige Führung in dieser Konkurrenz übernommen hat. Ich bin sicher, das wird 2 Kapitel in ihrem Buch geben. Nicht nur die Höhe hat sich verändert, rundherum wird sich vieles für Ulrike Meifert wieder ändern. Olympic Champion Ulrike Meifert. Ein großer Moment für Ulrike Meifert. 12 Jahre nach Olympia. Und Bertolt Beitz, der neue Vizepräsident des IOC, hat sich nicht nehmen lassen, diese Goldmedaille persönlich zu überreichen. Und ihm folgt Professor August Kirsch. Küsschen rechts, Küsschen links. Die Gold-Ulrike ist wieder da. Ja, Gold-Ulrike Meifert 2,02 Meter, olympischer Rekord, Silber für Sara Simeoni aus Italien mit 2 Metern und Bronze für Joni Huntley aus den USA mit 1 Meter. Habe ich keine Tränchen gedrückt, wie das hier so üblich ist, aber ich habe es gewollt, dass ich gewinne. Und wenn ich das erwartet habe, dann sicherlich ist die Freude nicht so spontan, aber ich freue mich trotzdem, was soll's. Ist der Wille alles, der die Berge hier versetzt hat? Denn es kam ja doch etwas überraschend, dass Sie 2,02 Meter gesprungen sind nach Ihrer Saison jetzt, oder für Sie nicht? Ja, ich habe einige Jahre oder sagen wir mal 2 Jahre oder 3 Jahre ja, entsprechende Erfahrungen hinter mir, auf die ich bauen musste. Ich konnte zwar nicht auf diesjährige Leistungen bauen, aber ich musste mir einreden, dass ich eben die 2,02 Meter drin haben kann oder die 2 Meter oder 2,3 Meter oder was hätte verlangt sein müssen oder was ich hätte springen müssen. Auf einmal kristallisierte sich ja das Duell Simeoni-Meifert wieder einmal heraus. Da haben Sie ja so Ihre Erfahrungen, sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen. Hatten Sie von diesem Zeitpunkt an schon fest damit gerechnet, dass es wieder Gold werden würde? Und waren Sie davon überrascht, dass Sara so gut vorbereitet hier in den Wettkampf gegangen ist? Man konnte gestern schon beobachten bei der Qualifikation, wo wir alle 1,90 springen mussten, dass Sara Simeoni und auch die kleine Französin sehr gut aussahen und dass ich eben damit rechnen musste, dass Sara wieder auf dem Zweikampf raus sein könnte. Und für mich ist es immer gut, dass ich mich an eine Springerin orientieren kann und mit ihr mitspringe oder mich von ihr hochziehen lassen kann. Und naja, so kommen dann eben die guten Leistungen zustande. Bei 2,07 Meter war niemand mehr da, der sie hochziehen konnte. Warum haben Sie gerade 2,07 auflegen lassen? Ja, 2,07 ist der Weltrekord und sicherlich war das mehr ein Sprungtraining als ein Hochsprungwettkampf und ich hoffe, dass ich die nächsten Tage bei den internationalen Meetings nochmal da an diese Höhe rankomme. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, aber ein neuer deutscher Rekord wäre ja auch ganz nett. Dann gleich um 4 Zentimeter.
Warum wären es nicht 2,8 gewesen? Denn das wäre eigentlich neuer Weltrekord. Denn Ludmila Andonova hat ja 2,7 kürzlich gesprungen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum Sie den nur egalisieren wollten. Ja, ehrlich gesagt, das war auch ein Missverständnis. Meine Augen waren wieder auf den Trainer gerichtet, auf den Osenberg, und der hielt die Finger so hin. Habe ich verstanden. Zeigen Sie noch mal, so. Und was heißt das? Da habe ich verstanden, 5 drauf oder 5 mehr, und er meinte eben 2,5 Meter. Und naja, so. Das Missverständnis ist dann nicht mehr so wichtig. Gut, ja, allerdings nicht mehr so wichtig. Nein. Vielleicht noch eines, war aus Ihrer Sicht der Olympiasieg 72 größer als der Olympiasieg 1984? Ich frage das deshalb, damals hat sie ja völlig unvorbereitet getroffen, und jetzt wissen Sie, dass Sie 12, 14 Jahre harte Arbeit hinter sich haben. Deswegen kann es ja sein, dass Sie den Olympiasieg 72 anders bewerten als den von heute? Ja, den muss ich anders bewerten. Das Erlebnis war viel einschneidender, viel intensiver. Und jetzt war alles eben vorbereitet und darauf hingearbeitet. Und ich wollte das erreichen. Und das sind ganz andere Voraussetzungen. Man kann diese beiden Olympiasiege sehr schlecht miteinander vergleichen.